So, willkommen zu unserem tatsächlich jetzt schon letzten Video-Update. Ich kann es gar nicht fassen, wie schnell die Zeit jetzt einfach vergangen ist. Aber auch wie unheimlich toll sich dieser kleine Mustang entwickelt hat. Der liebe Michael von der Baufirma Finette hat ja die Patenschaft für den kleinen Mann übernommen. Und ja, heißt, er hat jetzt auch endlich einen Namen. Und diesen werden wir euch natürlich zeitnah verkünden. Wie ihr eben schon sehen konntet, wird Tag 7843 unterm Sattel immer feiner. Nur bei den Übergängen müssen wir uns manchmal noch ein bisschen besser abstimmen. Er läuft mittlerweile unter dem Reiter in allen drei Gangarten, Schritt, Trab und Galopp, auf dem Reitplatz als auch im Gelände. Wobei ihm der Rechtsgalopp deutlich schwerer fällt aktuell. Es bereitet wirklich unheimlich viel Freude, ihn zu reiten, da er einfach super schöne Bewegungen hat und er mittlerweile einfach richtig Lust hat, mitzuarbeiten, mitzudenken und vor allen Dingen möchte er wirklich gefallen. Sein Gefallenwollen steht ihm zwar manchmal ein bisschen im Weg, weil wenn er etwas nicht versteht, dann möchte er einfach alles zeigen, was er kann. Lässt sich da aber unheimlich schnell wieder regulieren. Wir sammeln aktuell einfach viele Kilometer unter dem Sattel, damit er da wirklich sicher wird. Die Basisarbeit im Umgang und am Boden kommt dabei aber natürlich nicht zu kurz und wird auch täglich wiederholt, auch wenn es nur beim Gang zur Koppel ist. Mir ist es einfach wichtig, dass er wirklich zuverlässig und sicher wird, da er schon schnell dazu neigt, gerade beim ersten Kontakt, noch ein bisschen skeptisch zu sein, sei es mit Gegenständen oder Umweltreizen. Wenn er aber dann gemerkt hat, dass das alles gar nicht schlimm ist, ist er dann ein sehr verlässlicher Partner. Die Reitausbildung erfolgt nach wie vor mit Gebiss, Gebisslos und Liberty. Hier ist mir die Vielseitigkeit des Mustangs einfach sehr wichtig, da ich nicht weiß, wohin ihn sein weiteres Leben führen wird. So, ich würde sagen, seht euch einfach den restlichen Teil des Videos noch entspannt an und wir sehen uns in Aachen. Ganz liebe Grüße!